König, Herr der 10 Gebote, Vater von Meliodas, Meliodas, Smulblond Boy und der oberste und stärkste Dämon, der je existiert hat. Diese Legende, dieses mächtigste alles Bösen. Wie groß ist der? Oh, nur so ungefähr 2,10 Meter. Das ist enttäuschend. What the fuck? Der Dämonenkönig taucht in 4 Fonten innerhalb der Serie auf. Dämonenkönig, erwachsener Meliodas, zweiter Dämonenkönig und die Fuck it, ich bin jetzt die Erde Form. Oh, und das eine Mal, wo er halt Celtis Körper übernimmt, aber da ist er nur so groß wie Meliodas. Vielleicht ein bisschen kleiner, 2,5 Meter oder so. In der Dämonenkönigsform bewacht der Dämonenkönig das Tor aus der Hölle und gibt ab und zu mal ein paar Segen an Merlin oder sowas. Diese Form zu messen ist hella easy, wegen diesem Bild. Auch wenn Seven Deadly Sins meist einen Scheiß auf konstante Größen und so weiter gibt, aber ignorieren wir das mal. Meliodas, Alter, ich hasse diesen Namen so sehr, ist 1,52 cm groß. Das steht so im Wiki. Jesus fucking Christ. Gehen wir mal davon aus, die meinen Meter. Wie kann man sowas falsch machen? Also, Meliodas ist 1,52 Meter groß. In diesem Bild sind das 33 Pixel. Der Dämonenkönig ist in diesem Bild 355 Pixel. Das Ganze einfach zu Metern machen und der Dude ist 13,33 Meter groß. Ist jetzt nicht so viel, wenn man bedenkt, was wir schon behandelt haben. Ich meine, es ist schon groß, aber schon auch irgendwie enttäuschend. Oh well, nächste Form. Nachdem der Dämonenkönig zum zweiten Mal besiegt wurde, hat der Celtis seinen Körper übernommen und ihn mental hart gefiegt, wodurch der zweite Dämonenkönig entstand. Der Junge hält durch wie eine Kakerlake, ey. Die Shots in dieser Serie und die Infos, die wir haben, machen das Ganze sehr angenehm für mich. Klar, man kann jetzt sagen, aber es ist ganz nicht viel zu einfach, du faules Stück. Ja, aber ich habe viel zu tun, okay? Wir wissen, dass Bann in der Serie 210 cm groß ist. In diesem Bild steht Bann bereits im Kämpfen und deswegen ein wenig gebückt. Das lässt sich gleich korrigieren, indem man einfach Banns Größe nachzieht und die Striche anschließend begradigt. Das hier ist Bann. Bann 2,10 m sind in diesem Bild also 330 Pixel. Denselben Shit machen wir hier mit den richtig breitbeinigen Daddy Demon King. Ich weiß nicht, woher das jetzt kam, aber... Und wir kommen auf 452 Pixel, oder umgerechnet 2,89 Meter. Alles nicht gerade beeindruckend, wenn man Attack on Titan gesehen hat. Der Dude soll der Gott der Dämonen sein? Das Böseste überhaupt? Ich präsentiere die Erde. Holy fuck! Diana ist 914 cm groß. Was Sinn macht, sie ist ein Riesen. Auch wenn das heißt, dass der Dämonenkönig nur ein wenig größer ist als die meisten Riesen. Der Earth King ist da schon ein größeres Kaliber. Mit den üblichen Verfahren kommen wir auf eine Größe von 209,52 Meter. Dazu kommt eine Breite von ungefähr 673 Metern. Das Bild ist keiner Shit. Aber halt, sagt ihr jetzt, die stehen auf einer erhöhten Plattform und sind somit da größer und das... Ja, nee. Hier, der liegt auf der Plattform. Also, ja. Aber mal angenommen, der steht nicht auf einer Plattform. Wir kriegen diesen wunderschönen Shot von der Höhe der Plattform, mit einiges an zerstörten Umgebung, darunter auch ein paar Tannen. Tannen wachsen im Normalfall zwischen 40 und 70 Meter. Great. Damit müssen wir jetzt rechnen, I guess. Macht man die Tanne im Bild etwas kleiner, wegen Perspektive und so weiter, klatscht dann diese Tanne an die Säule und man kann damit herausfinden, wie hoch diese Säule ist. Das ist jetzt alles sehr ungenau und schwammig gerechnet, aber ja, ne, fuck you. Die Tanne im Bild ist 102 Pixel hoch, das skaliert runter auf 50 Pixel, also sind 50 Pixel zwischen 40 und 70 Meter. Das an die Säule geklatscht und wir sind bei einer Höhe von zwischen 570 und 998 Meter. Zusammengerechnet ist der Earth King also zwischen 779 und 1207 Meter groß. Aber in Wirklichkeit sind das nur 209 Meter. Oh well.